Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln und dann, ja, vielleicht Westfalen und ja, momentan sieht es nicht aus, dass Deutschland wird. Aber egal, wir sind ja noch im Krieg hier, leider auch mit Ländern, die wir gar nicht so im Krieg haben wollten. Ungarn, Provence, Nassau, Ferrara und Österreich vor allem. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie das hinkriegen, ne? So aus der Sache rauskommen und das sieht momentan ziemlich schlecht aus. Ja. ja, Münster ist da. Da ist Frankfurt. Und wo wir sind wir? Ich glaube, wir sind gar nicht, ne? Oder haben wir irgendwo noch Truppen stehen? Ne, wir haben keine Truppen. Das bedeutet, wir sollten vielleicht als erstes welche, wenn wir könnten, rekrutieren, aber dafür fehlen uns die Leute, sehe ich gerade. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen. Dänemark, ja, ist alles prima. 139 Dukaten, wir können da irgendwas machen, das machen wir auch. Was war das hier? Patriotische Begeisterung, ja. Nehmen wir mit. Okay. Und wir können jetzt hier eine Infanterie bauen. Machen wir mal. Weil wir 1000 Soldaten haben, ne? Da sind dann die Münsteraner und Frankfurter zusammen unterwegs. Ja, die Bayern, die sind wahrscheinlich schon geschlagen. Österreich ist hier unterwegs. Ja. Köln. 364 Truppen wird wohl nicht so ganz so schnell was werden hier mit uns. Ich denke mal, das geht auch ganz schön stark und schnell in den Bach hier runter, ne? Ja, das ist nicht gut. 495, wir haben total schlechtes Prestige mittlerweile. Was wir uns so schwer erarbeitet haben. Ein Anführer wieder rein. Und dann warten wir die Dinge ab, ne? So ungefähr ist das momentan. Ich weiß nicht, ob der alleine die Provinz befreien könnte. Können wir probieren. Gucken wir mal, ne? Zu verlieren haben wir da sowieso nichts. Müssen wir gerade gucken. Kann man jetzt auch nicht sehen, wo die am schnellsten groß werden würden, ne? Ja, Söldner wäre möglich. Warte mal, wir sind ja im Krieg. Haben wir überhaupt Kriegssteuern genommen? Kriegssteuern erheben, ne? Haben wir nicht. Okay, das machen wir mal schnell. Schnell da weg. Und dann doch vielleicht dahin. Darlehen zurückzahlen. Oh. Stopp mal, wer war das? Jetzt habe ich das so schnell weggeklickert. Münster, Frankfurt, Lüttich ist da im Krieg mit uns. Brandenburg. Ist der andere Krieg vorbei oder was? Nee. Nee, das läuft auch noch hier. Wer ist denn das jetzt hier? Werden, Gelre und Mecklenburg. Okay. Ja, Schicksal, ne? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, wenn, dann dahin und dorthin und dann gucken, wo es am schnellsten ein Berg. Ach, guck mal, in Westfalen sind wir sogar noch zügiger zugange. Ja. Dann lassen wir das mal gerade laufen. Werden kommt da jetzt. Waffenstillstand zwischen Elsass und Köln. Ender, okay. Technologie. Nachbarbonus. Ja, komm, machen wir trotz alledem. Wir müssen die Technologie hochbringen. Das hatte man mir auch geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Entschuldigung, dass ich mir den Namen jetzt nicht gemerkt habe. Weil der sagte, ich bin technisch total unterlegen noch und da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? So, weiter geht's. Werden macht da mit 6 Leuten jetzt Stunk. dann gehen wir mal dahin. Lass es weiterlaufen. Ja, kommt da. Da kam noch Hilfe von Mecklenburg zu den Werdener. Super, und das ist dann hier besetzt.
Ich weiß jetzt nicht, ob Brandenburg da noch ist. Wäre aber auch nicht so schlimm. So, die können wir ein. Gut. Die greifen wir sofort an, in der Hoffnung, dass es klappt. Ja. Die dürfen nicht stärker werden, müssen wir was tun, ne? Aber ja, gut, klappt, glaube ich. Oh, was ist das denn hier? Und wir haben das Ding noch verloren, auch schön, ne? Ja, da kommen wir nie wieder zurück dann. Das war's dann wohl. Ungarn hat Westfalen besetzt, auch cool. Und was für Truppen die hier anlanden. Ja. Was machen wir da denn? Zurückzahlen. Und wenn wir wenigstens die Schulden ein bisschen los und den müssen wir verlängern. Gut. Die Truppe kann jetzt da hinten bleiben. Wir werden gerade niedergerungen. Ja, das ist auch erledigt. Ich glaube, das war jetzt hier nicht so toll, ne? Ja, wir sind komplett besetzt gleich. Überall stehen Truppen der Feinde. Ja. Das sieht nicht gut aus, ne? Die sind auch da. Die besetzen uns auch. Köln noch in Braunschweig und dann war's das. Dann ist unser Land kaputt. Anders kann man das nicht nennen, ne? Da oben ist noch eine Truppe. Ja, Schiebsinn. Nee, ist auch egal. Okay. Da haben wir schon mal ein bisschen Frieden gekriegt jetzt. Plus 10. Hingabe bräunig. Dann nehme ich das andere. Weiter geht's. Okay. Das ist Frankfurt, ne? Ja. Münster hat das besetzt. Unsere Truppe da hinten ist kaputt. Könnten die jetzt hier reaktivieren. Aber... Oh, Sachsen möchte jetzt auch noch einen Krieg gegen uns anfangen. Da haben wir auch keine Probleme mehr, ne? Köln-Brandenburg. Aber Brandenburg ist schon niedergerungen, genauso wie wir auch. Ja, dann war es das. Da kommt ein Friedensangebot von Münster und da sollen wir bestimmt wieder Münster abtreten. Oh, Kassel zu Hessen geben auch noch. Tja. Kommen wir wahrscheinlich bald gar nicht drum rum, aber einmal lehnen wir es ab. Da machen wir eine Einheit. Exzellent. Erfolgreiche Bürokratie. Mein Kurfürst Bischof Kassel wird von Sachsen besetzt. Okay, dann können wir das vielleicht auch nicht mit denen abgeben. Ja. Drei Kriegsparteien da in unserem Land. Sachsen da. Anführer ist auch nicht kein Dollar, ne? Jetzt gehen wir mal dahin. Da kommt der Sachse, der macht uns die eine Armee wahrscheinlich kaputt, oder? Ne, der läuft woanders lang. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir uns befreien vielleicht. Dann kommt wieder ein Friedensangebot. Köln. Ja, da sind wir nur Köln los. Das müssen wir jetzt wohl akzeptieren, aber Kassel ist dann erledigt. War okay so. Ja, das konnten wir jetzt nicht anders machen. Ist halt so, ne? Ne, dahin. Oh, gut. Okay.
So, jetzt haben wir noch die Sachsen hier. Sachsen und Brandenburg, ne? Da können wir jetzt unsere Einheit da hochziehen. Truppen hätten wir nicht genug. 126 haben wir Kredit aufgenommen. Ja. Weiterlaufen lassen. Ja, hat Frieden geschlossen, aber leider wir nicht. Besetzt durch Werden. Da kommt Werden gerade zurück, ne? Oh, schade, sind wir nicht mehr weggekommen. Unsere einzigste Einheit ist dann wieder zerstört. Gut, neuer. Da kommen die Sachsen jetzt. Könnten irgendwo was bauen. Kassel, Hannover wird von Werden besetzt. Ja. Und was gäbe da es für einen Frieden? Gar keinen. Gute Nachrichten. Schön. Also wir können hier oben noch was bauen. Was machen wir da? Was haben wir da? Der Markt. Den machen wir dann in Paderborn. Ja, komm. Hieronymus Erkrath ist gestorben. War das unser Anführer? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, sonst wird da oben hier so ein Ding erscheinen, dass wir einen kostenlosen General machen können. Oh, Brandenburg ist auferstanden. Das ist gut. Okay, die Sachsen sind dann geschlagen. Und wir können da die Einheit hochmachen. Ja. Leute haben wir noch nicht genug. Anspruch fingieren die schon wieder, die Himmelhunder, ne? So, das ist jetzt hier Mecklenburg und Werden. Die machen unser Land kaputt, ne? Da können wir was machen. Und da auch noch. Okay, Produktionseffizienz steigern wir da. Dann ist diese Gruppe freigeschaltet. Und dann können wir hier die nächste machen. Dann, ne, brauchen wir aber Stufe 10 oder so, ne? Die haben wir wahrscheinlich noch nicht. 5, 7, 5. Ne, da müssen wir uns da noch anstrengen. Da kommen die Sachsen wieder. Und ich komme da jetzt nicht weg wahrscheinlich. Ah, die gehen in Kassel rein. Okay. Und da sollten wir vielleicht unterstützend eingreifen. Okay. Dann schlagen wir die nieder. Okay, das haben wir gewonnen. Nee. Nee, wir gehen dahin. Ja, schon schade, ne? So, hier können wir da irgendwie raus aus der Geschichte. Sieht nicht so aus. Ein weißer Friede geht auch noch nicht. Dann versuchen wir Hannover zu befreien. Ja. Wäre schön, wenn die Brandenburger uns da unterstützen würden, noch die anderen da niederzuschlagen, ne?
Tja. Da haben wir was befreit, das ist schon mal gut. Dahin. Und dahin. Jetzt müssen wir da angreifen, damit wir Punkte kriegen, ne? Okay, jetzt gehen die wohin? Keine Ahnung, ne? In Westfalen müssen wir gleich noch wieder eine Einheit ausheben. Da gehen wir helfen. Schnell, hoffentlich kommt das. Ja, das geht noch. Hier. Nächsten Monat geht das hier, oder? Okay, die haben das befreit. Jetzt gehen die wieder in Kassel rein. Die Provinz Kassel wird besetzt von Sachsen. Da kommt ein Friedensangebot von Werden. Nee, das machen wir nicht. Zwei Provinzen erneuern. Nee. Abgelehnt. Ja, die Sachsen, die müssten wir jetzt hier mal in die Schranken weisen, ne? Dann gehen wir dahin. Das machen die dort oben schon alleine, die Brandenburger. Sind die da mit vier Leuten durchmarschiert, ne? Gut. Schweden traut einem Militärbündnis bei. Okay. Jetzt gehen wir dahin. Ne, wir müssten eigentlich nicht dahin, sondern dahin gehen, ne? Ah, und das zu spät. Und die Belagerung von Köln verloren, okay. Ah, Hegemann. Und da kämpfen wir und die kommen wahrscheinlich zu spät, ne? Genau so ist es. So, aber die kriegen jetzt einen auf die Mütze von den Brandenburgern, ne? Und hier haben wir gerade einen verloren. Schade. Westfalen ist da. So. Hingabe, Prestige, Hingabe, wie viel? 93, das können wir also das erste machen. Das brauchen wir nicht. Wir machen das erste. Verwaltung, Militärdiplomatie, nein, das ist auch nichts. Darüber besetzt. Okay. So, da kommt ein Friedensangebot. Ein doppeltes Friedensangebot oder wie ist das? Ja, das ist doch was, was wir gerade mal annehmen, ne? Wohl auf. So, und da sind wir ja schon im Vorteil, ne? Guck mal, das würde sogar gehen. Sehr interessant. Thüringen und Leipzig. Aber das ist natürlich hier nicht so doll, ne? Das nennt sich dann aggressive Expansion, ne? Warte mal, wir nehmen das wieder weg hier, ne? Das machen wir erstmal weg. Und dann gucken wir. Kölnische Vasall.
Das geht leider nicht. Sachsen nimmt alle Ansprüche auf Köln auf. Das würde gehen. Das geht nicht. Handelseinfluss übertragen geht auch nicht. Kriegsreparationen bezahlen ist drin. Gut, was sind wir hier? Was war das? Verträge aufkündigen. Und, mit Frankfurt einen Vertrag aufkündigen geht schon nicht mehr. Ich schätze mal, wir haben das da auch schon ausgereizt dann, ne? Gut. Und Elsass ist ja auch noch dabei, ne? Das ist ein Land. Warte mal, wenn wir jetzt... da nochmal hingehen würden, ne? Ne, das ist dann wieder einzeln zu schließen, ne? Also das geht nicht. Das geht auch nicht. Gut, dann müssen wir das da machen. Kriegsreparationen bezahlen. Ich glaube, das machen wir so. Forderung senden. Und dann ist der Krieg auch vorbei. So, jetzt sind wir im Frieden. Militärzugang. Ja, können sie kriegen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufrüsten dann. Sollen wir da eine Armee bekommen? Also das. Die wollen Militärzugang von mir, die mir eben angegriffen haben, ne? Nee, 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 nee. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.